James, should I send you a sleeping bag? Get a move on. Turn on the camera. Okay, sie möchte den Kamerafeed mithaben. Fed secured the entrance. Could you? I'm on it. You get excited when you do something. Ach, ich hab ein bisschen schwer. Ja, ja. Schon. Ist okay, ist okay. Deine Akte interessiert mich. Wir werden hier kaum noch was finden. I'd like to see your file. I erased it. Good luck with that. I have my ways. Ah, okay. Ready. Ey, die Sarah ist auch nicht koscher, ne? Leute? Green Tower. Fifth Avenue, Manhattan. Okay. Also unsere Sarah ist auch echt nicht koscher, ne? Also irgendwas geht auch mit ihr hier. Ah, wir sind wieder hier. Okay. Wir sind wieder in Mr. Greens Villa. Oder Apartment. Nicht Villa. Ah, guck an, guck an. Die Polizei hat hier schon alles abgesperrt. So what are we looking for? A red X. Okay. Any ideas? Da kann ich die Karte nochmal sehen. Das war gerade ein bisschen kurz. Wird hier einfach hin projiziert. Was ist, wenn ich mich hier vorstelle? Geht die Projektion dann weg? Nee. Ah. Spielfehler. The fucking safe. Did they just clean it out? Are you sure it's this safe? See something else? Nothing. Empty. Just like my account. Get out. Can you check what they took? You know, it's not like I didn't break the law this week, so I'll see. Danke, Sarah, für das Offensichtliche. James, it's not about the safe. You just said the complete opposite. I changed my mind. They took everything out. What do you want us to do? X-ray it? Great idea. Why am I saying anything? Okay. Nehmen wir das Röntgengerät. Hallo? See? Cables lead somewhere. Probably to the washing machine. Oh. Over. There's some interference. Can you repeat? Hello? Yes? Storm's coming. The electronics are freaking out. Where do they lead? What? What? To the electricity. Never mind. Hier anscheinend nicht. Ich gehe mal nach oben. Wobei die Elektrizität ja eigentlich unten ist, ne? Das ist eigentlich. Ja. Okay, es geht noch weiter nach oben. Kabel hört er einfach auf. Okay, dann gehen wir doch runter. Das war ein Dreck. Da müssen wir halt auch wieder hoch. Ah. Why such a large generator for such a small safe? This isn't a generator. Klingt so, als seist du Expertin, das ist ein Getränkeautomat. Ja, nee. You sound like an expert. I was helping my cousin repair pneumatics like this. Tech from a mortal era. Rich people love automated shit in their homes. We still don't know what this device is for. Just keep looking. This
This box could lift several tons. Maybe it's pumping gel into the roots. Although, it doesn't look connected. Hier folgen wir mal den Kabeln hier. Wir gehen da runter. Safe. It doesn't make sense. Maybe we're missing something. Safe? I'll lock him up. You're asking my opinion? What next? We have a card. Ach stimmt, diese Kryptokarte, ne? Ja, ja. You should be a thief. I'm building my resume. Nice to see you develop. Hey, fuck you. This is my so, idea. Ja, klar. Ja, erstmal einen Schluck Alkohol erstmal wieder, genau. Das macht Sinn. James, what is happening? Sarah? Und weg ist sie. Okay, wir sind auf uns alleine gestellt. So we need a private dungeon. And perhaps it holds a stamp collection. Briefmarkensammlung, ja genau. So much gel could blow up the Senate. Another victim. Oh. Just more questions. Ja, wen haben wir denn hier? Oh, der sieht ja nett aus. Nett, wie der Gaumen hinten in seinem Mund auch noch runterhängt. So die kleinen Details. Okay. Sieht man selten in Spielen tatsächlich. What are you doing here? If it wasn't for his donations, orphanages in the city would disappear. Formal dress. A meeting? With a murderer? With Green? Let's check where you came from, Coven. Mhm. Ist das ein Fahrstuhl? Hm, tatsächlich. Okay, noch weiter runter. What? Also, so sicher sieht das jetzt nicht aus. Fuck! Ja, was glaubst du? Also, making a mess. Get your act together. Don't you already know who the murderer is? James? Nee. I tried to, you know. Nee, tatsächlich nicht. Are you there? Pflanzenpalme ist seit 46 Monaten im Clan. Ne, das glaube ich nicht. Ne, das glaube ich auch nicht. Fabio, herzlich willkommen, mein Lieber. Oh, der Fremde wieder. Who? Where are you? Why don't we start with where you are? Wer ist er? Also wirklich, ich frag mich immer noch, warum ihr auf diesen Fremden hören wolltet. Also klar, Chan weiß ich, Chan ist absoluter Hasser gegen Arschlöcher und möchte jedes Arschloch erschießen. Okay, nehme ich so hin. Aber was ist denn mit euch anderen? Warum hört ihr auf irgendeinen Fremden? Verstehe ich nicht. Der ist echt nicht, also mir ist der wirklich suspekt. Super suspekt. What happened here? Well, Fabio, wie geht's dir?
Seit 4 Stunden schon. Wieso bekomme ich keine Mail? Ja, ja, keine Ahnung. Twitch. Ist halt Twitch. Ja, ist halt Twitch. Was soll ich machen? Ich kann es leider nicht ändern. Bei mir auf dem Discord gibt es eigentlich eine Benachrichtigung immer. Die ist wesentlich zuverlässiger als Twitch. Also nur als Randinfo, aber gut. Crushed by a chandelier. Fancy way to go. Holy shit, ey. Oh Gott, was hat er da gemacht? Warum hat er seine Hose ausgezogen? Sind wir hier überhaupt? Warum liegt er halbnackt hier? The governor. Sans pants. Prestigious guest list. Chris Everson. Even my idiot neighbor has a bumper sticker. Wonder what he thinks about him in the law now. Jo, Fabio, wie geht's gut und selbst? Ja, ja, auch. Den Umständen entsprechend, sage ich mal. Wie läuft denn dein Kurs? Hast du mittlerweile schon angefangen? Deinen Rettungssanitäter-Kurs zu machen? Oder steht da, ist das immer noch offen? He was standing under it. I'll pick him up and find out who it is. Oh, der ist okay. Ja, gut. Okay. Oh, wer ist das? Anna Turner. Used to be a sports writer. We had some interesting interviews when my team was winning. Then she got into politics and became editor of the whole paper. You had your last deadline. Oh, jetzt ist sie tot. Maybe I can lift the chandelier. Okay, wow. Vom Kronleuchter getötet. Komm hier. What did you do to deserve your mask? Or maybe you actually wore it every day. Eine schöne Maske. Ich mag den lila Touch an der Maske. Ja, nicht gut. Würde ich mitnehmen. Okay, wir haben hier auf jeden Fall, wir können hier auf jeden Fall eine Rekonstruktion machen. Wir warten aber nochmal kurz. Wir gucken uns hier nochmal. Natürlich muss er die Alkoholflasche wieder inspizieren. Selbstverständlich. This reminds me of something. Ja. I saw one just like it in the safe. Only degenerates can afford to endure prohibition with dignity. Ja, es ist genau derselbe Scotch Whisky, den wir vorher geklaut haben. Handy? Nee. Raised money for a movie over 2 shells. Yeah. She didn't like it and started adding conditions. You can't show it like that. The kiss is too long. Costumes like this aren't appropriate for kids. The boy ended up hanging himself. But she censored articles about it and nobody found out. Okay. Hier unten haben wir auch noch. Was? Hier liegt noch eine andere Maske. Das war hier so ein Maskenball oder was? Senator? Here? Everyone pays for success. Few can really afford it. Ja, wie in der echten Welt, ne? Okay. Gut, Discord schaue ich selten. Also ich habe das über Twitch direkt bekommen. Nope. Findest du nichts. Ende des Jahres kann ich versuchen. Oh Gott, okay. Krass. Ey, krass, dass das echt so schlimm ist. Hätte ich nicht gedacht. Also gerade in dem Bereich hätte ich eigentlich auch gedacht, dass dort auch händeringend gesucht wäre. Aber anscheinend ja nicht. Maybe members have to earn them. Another crime scene, another bar. Clearly, booze is as deadly as they say. Und trotzdem schüttest du ihn in dich hinein wie sonst nichts. Cooles Klavier. Okay. How to quell the masses. Oh, nice. They even think about us after hours. Well, their plans will have to wait. Wie unterdrückt man die Massen? Strategie. 3 wichtige Säulen. Patricia, eine regierungskritische Senatorin, die das Vertrauen der Massen gewinnt und ihre Aufmerksamkeit von dem Gesetz ablenkt.
Wozu? Tris, der Gouverneur, der die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen ankündigt. Terrorismus? Kaidis. Oder Kaidis. Ablenkungsmotive mit Assistenzreden. Alle drei morgen informieren. She knew what was going on. And she took part anyway. Fragen an den Zorn denken. Fragt nach dem Geld. Was passiert damit, wenn weitere Gebühren fällig sind? Er wird antworten, dass er das Sozialwissen einbinden wird, um die zu unterstützen, die es sich nicht leisten können. Dann sollte er eigentlich schweigen. Wie absurd. Interesting. This notebook is worth a fortune. Then why did you leave him? Fragen, die du nicht stellen darfst. Was ist mit der Körperinflation und wo sind sie? Niemals an Green, außer er hat ein Testament. Welche Beziehung hat der Präsident zu seiner Tochter? Ein Skandal pro Hülle. Obwohl es in dieser Hülle bereits ein offenes Geheimnis war, dass er am Stockholm-Syndrom leidet. Schwer zu sagen, ob da noch etwas Interessantes rauszuholen ist. Wie, warte, was? Welche Beziehung hat der Präsident zu seiner Tochter? Obwohl er Stockholm-Syndrom leidet? Somit wurde er selber von der Tochter entführt oder festgehalten? Oder hä? Warum leidet er denn am Stockholm-Syndrom? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Den Zusammenhang kriege ich jetzt nicht ganz mit. Aber das ging doch noch weiter, oder nicht? Warum hat er das zugemacht? Nächste Seite. Absurd. Nächste Seite. Nächste Seite. What? And thus, conspiracy theories are born. Okay, Verschwörungstheorien. Neues Projekt. Wir formen eine Geheimgesellschaft. Vorbereitung. Leute, die teilnehmen könnten. Ich brauche Forderungen. Ich brauche eine Verschwörungstheorie zu Technologien. Vielleicht von Außerirdischen? Green wird das vermutlich ablehnen. Wie kann man das den Menschen verkaufen? Okay, nett. Aber wie ging es dir denn so? Was hast du so gemacht? Oh, ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ich saß mehr zu Hause und habe darauf gehofft, dass die Behörden schneller arbeiten. Weil, also ich bin gerade dabei, eine Firma zu gründen. See? You dressed inappropriately. Ach du Party. It was a theme party. So she was. Na gut, das haben wir ja schon durch die Masken vermutet, ne? No, fuck it. Ich bin ja gerade dabei, eine neue Firma zu gründen und das hat sich alles so hingezogen, bis ich dann mal die Registrierung im Handelsregister bekommen habe, bis der Notar da mal eingeschritten ist, bis das Amtsgericht das Ganze dann endlich mal vollzogen hat und mir zurückgeschrieben hat, dass ich tatsächlich im Handelsregister eingetragen bin, damit ich dann die Firma bei der Handelskammer anmelden kann mit der Handelsregisternummer und nach 3-4 Tagen oder nach einer Arbeitswoche 5 Tage habe ich dann auch die Bestätigung bekommen, dass dieses Unternehmen dann bei der Handelskammer angemeldet wurde und dadurch kann ich dann mein Unternehmen auch beim Finanzamt anmelden, um eine Steuernummer zu erhalten. Und auf die warte ich jetzt gerade noch. Und die Steuernummer, das dauert ungefähr 2 Monate, bis ich die erhalte. Also das sind jetzt noch so, ja gut, 1 Monat muss ich jetzt ungefähr noch warten, bis ich die Steuernummer dann endlich erhalte. Und dann kann ich endlich weitermachen. Aber in der ganzen Zeit saß ich halt zu Hause, hab gezockt und hab alles Mögliche gemacht. Nee, das größte Problem war tatsächlich der Bürgergeldantrag, weil ich hatte Ende Januar Insolvenz angemeldet und hatte dann auch direkt im Anschluss einen Bürgergeldantrag beantragt und das Ganze hat sich über 3 Monate hinweggezogen, beziehungsweise im 4. Monat habe ich dann erst die Zusage bekommen und das Bürgergeld rückwirkend für 3 Monate erhalten und das war halt eine schwierige Zeit, wo ich wirklich gucken musste, woher ich jetzt Geld bekomme, damit ich die Miete etc. bezahlen konnte. Also es war
war alles nicht so einfach und ich war da absolut nicht in der Verfassung und auch in der Stimmung überhaupt zu streamen. Und das ging tatsächlich so das letzte halbe Jahr. So, das war schon eine recht lange Zeit insgesamt. Na gut. Rekonstruieren wir den ganzen Fall hier mal. Genug gelabert. Fire upstairs must have damaged the wires. Okay. Ja. Why did he fall? Where's the killer? Ah, genau. Das ist die Frage. Was haben wir hier denn noch? Chris Everson. Ah. He'd sell his own mother for votes. There was a scandal that he used his mother's illness in the campaign. Das ist skrupellos. Also die Krankheit seiner eigenen Mutter zu verkaufen, um Wählerstimmen zu fangen, das ist schon krass. Wow, okay. Sehr skrupellos. Shot. Need a closer look. Ja, wie, wo denn? Nee, das ist die Maske. Ja. Hallo? Adam Cadis. Why am I not surprised to see you? Debauchery is your specialty. Die Leiche hier irgendwie angucken oder was? Ah. The Emperor screams. Make that God. There's no movie studio that doesn't kiss his ring. Or maybe a little lower. He influences more people than you think. What is this? Everybody lies. They learn to live a lie. Mhm. Dieses Spiel ist ein L.A. Noir angelehntes Spiel in einem Cyberpunk-Universum. Also wir sind hier im Jahre 2329, glaube ich, war das. Mit einem 20er, 30er Jahres-Setting. So, wenn man sich so das Inventar und so anguckt, auch draußen die Autos, das ist so alles auf die 20er, 30er Jahre angelegt und angelehnt. Und wir sind hier in New York und spielen einen Ermittler, genauso wie in L.A. Noir, und müssen hier so Mordfälle lösen. Ja, hier jetzt den ganzen Inhalt zusammenzufassen, das wird tatsächlich ein bisschen lang. What happened here? Where's the damn killer? How did they die? Losing your nerve. Never mind. You're standing here. Before the chandelier fell in his head. Wir sind auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall eine psychische Störung anscheinend. Oder wir haben ein Problem mit der Synchronisierung. Wir sind in einem Universum, wo wir unser Bewusstsein in andere Körper übertragen können, um so unsterblich zu werden. Das Ganze ist das, oh Gott, wie hieß das gerade noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir unser Bewusstsein in andere Körper verfrachten. Dies können sich allerdings nur die reichen Leute wirklich leisten. Und so wie wir das jetzt aus einem Dialog herausnehmen können, werden anscheinend die Körper der Armen genutzt, um für die Reichen neue Körper zu... Ja, um neue Körper für die Reichen zu haben, damit die Reichen neue Körper haben, womit sie ihr Bewusstsein denn in die Körper stecken. Also es ist wirklich eine sehr dunkle Zukunft, eine sehr dystopische Zukunft, wo sich die Reichen und Schönen die Unsterblichkeit wünschen und nach Unsterblichkeit streben und diese erreicht haben und so jetzt tatsächlich die Welt zugrunde geht an den ganzen Sachen. Und wir versuchen hier jetzt gerade eine Verschwörung aufzudecken, wodurch die Welt halt noch weiter zerstört wird. Wir decken hier nämlich jetzt gerade einen Fall auf, in dem...
Boah, in dem versucht wird halt die Körpertransformation oder damit das Bewusstsein in den Körper auf ein jüngeres Alter geschoben wird und dass noch mehr Steuern erhoben werden, um die Körper halt zu behalten. Es wurde auch eine neue Verfassung unterschrieben, in der halt die ganzen Körper, in die man jetzt verpflanzt wird, Staatseigentum sind. Somit auch unser Körper, in dem wir uns jetzt befinden, das war unser vierter Körper, hat er ja gesagt, ne? Ich glaube, das ist unser vierter Körper, in dem wir hier jetzt stecken. Das ist Eigentum der Regierung. Somit ist quasi jeder Mensch Eigentum der Regierung. Keiner hat mehr sein eigenes Leben und seinen eigenen Körper mehr. Das ist schon ziemlich... Er ist schon ziemlich abgefuckt hier alles. Muss ich schon sagen. Fucking lack of culture. Think twice before inviting a paranoia case. Ey, wirklich, wer ist dieser Fremde? Ey, der kommt mir wirklich super suspekt vor. Ich weiß gar nicht, warum. Warum ihr den eigentlich so vertrauenswürdig findet. Are you sure? He shot the killer. Is that? How are you feeling? Better every minute. Out. Okay, gucken wir mal. Okay, nach da vorne hin. Hä? War doch hier vorne irgendwo. Here. Lots of glass under your feet and nothing around. The killer had plenty of time to cover all traces. Ah, okay. Der mittlere, die Stage quasi war mit Glas umgeben. Okay. Like you got hit by a truck. Eingedrückte Rippen, interne Organe beschädigt. Blagojevich, journalistic scum. Why so much glass? Any complaints? Fuck no. Glass, you, blood. Every piece brings me closer to you. Hate. So that was his spot. Mm-hmm. Shoe print. Maybe he ran? Where was the killer? Ja, blöd. Wir haben uns im Konzil beraten und freuen uns, ihrem Wunsch nachkommen und sie in den Club einladen zu können. Datum und Uhrzeit werden Ihnen diskret per Kurier mitgeteilt. Sollte sie in einer anderen Hülle kommen, bringen Sie bitte eine Einladung mit. Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen. Das ist so hart, ne? Dass man das halt auch schon so reinschreiben muss, dass, hey, wenn sie in einer anderen Hülle kommen, und mit Hülle ist halt ein anderer Körper, ein anderer menschlicher Körper gemeint, dann, ey, das ist, also, ey, das ist so abgefuckt, so ein Universum. Also wirklich. Immer noch super gruselig. Super gruselig. Still don't know what this asshole was doing. Did you run away? Why in this direction? Doesn't make sense. Oh wow, da liegt er schon am Boden.
Und da wurde er schon... Alter, wieder. Out. Okay, keine Ahnung. Was ist das? Ein Dom Perignon? A broken bottle? Did you chase the guy with it? I can respect that. Where were you sitting? Maybe the glass shards will show me. Champagner. Die Stärke unseres Getränks liegt in unserer Liebe dafür. Wir konzentrieren uns auf das Erbe unserer Familie und sind bestrebt, die besten Ergebnisse und Erinnerungen aus dieser Zeit zu bieten. Mit der Wahl unseres Champagners können Sie sicher sein, dass Sie in guten Händen sind und Ihr Abend einzigartig wird. Okay. Hier ist was. Geht denn hier ab? Das will ich nicht aufheben. Ah. Bingo. So you were sitting here. Chemische Analyse. Alkoholgehalt 9%. Geht ja noch. Das ist ja ein Starkbier quasi. Ich weiß gar nicht, wie viel Champagner hat. Hat Champagner 9%? Keine Ahnung, ich trinke kein Champagner. You attacked, even though bullets were flying everywhere. What made you do that? Hier war noch alles okay, ne? Er sitzt halbnackt hier. Der Kronleuchter hängt auch noch. Aber die sind schon tot. Zu dem Zeitpunkt. Und er sitzt, und die sitzen hier immer noch voll entspannt rum. Obwohl hier zwei Leichen blutverströmt rumliegen? That's where you were hiding. Okay. Across the middle of it all. Well, better to do something than nothing at all in a situation like that. Although, as you can see, this is no guarantee of success. Hat er erschossen? He was done running. He fell limply. Maybe he died in flight. War nicht von ihm, oder? Nee, der schießt woanders hin. Yet something or someone stopped him. Auch wieder vom Piano. Wer ist er denn? He shot at Blagojevich. Low. Maybe Blagojevich saw Cadis and liked both their odds better. Did you feel a cold sweat on your back? It would take more than that. Right. You were lucky with that chandelier shot anyway. Oh nein, Stromausfall. Verdammt. Someone's being paranoid here. It's just fucking wiring. Which gets in the way of my work. Need more light. Ja. Oh, Sarah. What? You mumbled her name when you were lying on the ground. Don't know. I was delirious. Misery loves company. Especially in the Force. Is she your liaison? I'm off duty. Right. Natürlich. Aber schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Allerdings werde ich dann auch, der nächste Stream wird dann auch tatsächlich erst am Montag sein, weil morgen muss ich alles wieder neu einrichten. Mein Programm für die ganzen Alerts etc., das hatte heute ein Update und hat mir alles zerschossen. Deswegen muss ich das alles komplett
von Anfang an von Grund auf neu einrichten. Und das dauert natürlich ein bisschen. Ganz besonders die Flashbang etc. Das ist gar nicht so einfach und doch ein bisschen komplizierter einzurichten. Aber da werde ich mich morgen ranwagen. Und dann wird es Montag. Je nachdem, wie weit wir hier heute kommen mit dem Spiel. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das überhaupt geht. Je nachdem, ob wir das hier heute durchkriegen oder nicht, werden wir am Montag denn tatsächlich auch mit Horror anfangen. Und dann wird es auch erstmal ein bisschen Horror geben, weil von dir habe ich ja noch das Paper Dolls 2. Alter, was ist denn das für ein Club hier, bitte? When you're left with no desires except to kill, then it's high time to die indeed. Okay. Alles das gleiche. Langweilig. So, die Rekonstruktion haben wir schon. Now I know where the damn glass came from. Okay. Nothing could surprise me today. The ones I saw in holograms? Let's start with the photos. Also mich überrascht das hier jetzt schon ein bisschen. Lieber James. Incognito, it's easier for them to open up to sensations. Pretty much everyone here knows each other. Also ich finde die Maske mit den lilanen Streifen immer noch am ansprechendsten. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Die anderen Masken sind mir ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Ach hier, die mit Lila. Die sieht ganz cool aus. Okay. Machen wir erstmal ein Foto von ihm. Von ihr? Von ihr. Ja. Das sieht nicht so gut aus. Someone was shooting at close range. Senator Patricia Terrence. Oh, this is rich. They've been trying to make her out to be a terrorist for decades because she wanted to change the world. It turns out that they're all on one payroll. Hab auch tatsächlich durch Searcher und dich, Fabio, habe ich auch tatsächlich drei Horror-Kracher im Petto. Also einmal natürlich Paper Dolls 2 und dann habe ich noch die beiden Fatal Frame-Teile, die für PC draußen sind. Die habe ich dann auch noch für euch im Petto. Also es wird auf jeden Fall, eine gruselige Angelegenheit werden. It's time for pictures of your friend. Mal kurz wegstellen. Okay, ja. Ja, uncool. Und was geht denn mit ihm hier? Warum wird er denn von diesen... Was sind das eigentlich für Dinger? Is that? Oh, yeah. I think you know. No. Too damn big for an Icarite. It must be some kind of fucked up imitation. Eben, das Iconite ist ja auch einfach nur im Kopf drin, ne? Das ist ja gar nicht so riesig. Aber in unserem Vision oder Träumen oder was für eine was für einen psychischen Raum oder was auch immer wir da hatten. Da wurden wir ja auch gefesselt von diesen Dingern. Sah ja genauso aus. I don't know you. They slaughtered him and bled him for fun. Imitation Icarite. Looks realistic, right? How did it all start? Okay. Was she the one who murdered him? Let's start with who the hell that guy is. You know that by solving this case, you're helping cover it up. Aren't you tired of these games? What's your point? I want to help you. Sure, because you're such a noble guy, right? On Icarus, you stood on the right side.
I thought you might be worth the risk. How fucking kind of you. So, ja, scannen wir erstmal sein Gehirn. Natürlich. Drake Starr. I thought he was using a different body. The actor and the senator's husband. They've always been inseparable. He looks like a victim. But I wouldn't go all in on that. There can be ecstasy in death. It's an expensive fetish. Ja gut, wenn man das Geld dafür hat, ne? Dann ist es egal, was für ein Fetisch man hat. 9mm, same assailant. Looks like the victim bled out before he got shot. Maybe the killer lost his shit. Lots of moving targets. He had to be in a rush. He could have left additional bullet marks. That kind of trail could help me figure out where he was firing from. Von wo aus hat der Schütze gefeuert? Ja, achso. I went straight through. Another casualty of your sick shit. Imitation made from eco marble. I admire all forms of art, especially when it helps to establish a shooting position. Hier verfolgen wir mal. Who are you? Aspiring liaison. How am I doing? Am I as good as that Sarah of yours? Will er sich gerade echt mit Sarah vergleichen? Ich traue ihm ja immer noch nicht. Aber ihr mögt ihn ja anscheinend. Ich traue ihm nicht. Bin ich ganz ehrlich. Suddenly a shooter appears and takes out our star. Looks like he almost bled out before you shot him. Are you suggesting there was more than one killer? Unlike the rest, this one was murdered voluntarily. However fucked up that sounds. Different blood types. Presumably, the senator had a pleasurable time with Drake. Before you got her. She was bleeding like hell. Okay. Wie schaut man hier? Ah. Was haben die da bitte gemacht? Shit. Die hat ihm mit ihrem Nagel die Kehle aufgeschlitzt oder was? Ja. She gets hit and plays dead. Smart move. Okay. Okay, also sie hat ihn getötet, wurde dann aber von einem zweiten erschossen. Okay. Damit würde ich. Ja, hallo. Kann ich hier anwählen? Senator must have held it. Drake's blood. And maybe yours too. Oh. Was sieht cool aus. I'm fine. She was always ready to fight. That's why people believed in her. Okay.
waiting for her moment? Ja, noch ein... Was? Machen wir noch den anderen Schützen. Hm. Ja, ich bin mal durcheinander, was ich hier angucken soll. Drake hat Type O negative blood. This is a different type. She surprised you? Struggle, but he had the upper hand. A 9mm beats a piece of steel. Oh. Gut spritzt. Same weapon? Yeah, 9mm. And empty. You were shooting blindly at Cadus. Your attention. Was hat der Mörder gemacht? She almost gets you. I guess you're on her side. I can tell you that if she got you, she'd have my vote. Okay. Ein paar Nüsse aufmachen, ja. Okay, für mich. Dann machen wir sie so auf. Hm, so, was hat der Mörder gemacht? Ribs. You crushed her when you fell on her. And she still didn't give up. You underestimate me. Er ist es, alles klar. At least I understand the low position you shot Blagojevich from. And remember, Kata shot in this direction. Good to know that not everything goes your way. It's going great. Trust me. Hm, danke. So scurried away like a cockroach. Bullet from a revolver, probably Cadus's. I wonder how that got here. They almost got you. You had to find a way, and you did. Real fancy. Okay, dann dann haben die beiden sich zerschossen hier. Okay. You were lucky as fuck. Don't underestimate me. I wouldn't dare. Yeah. How long have you been planning to kill that chandelier? Lucky. But respect where it's due. Also a really good shot. You made it. But I'd like to see your face after that. Your real face. Covered in blood and drool, twisted in fear. Think it was any different than yours when you came in here? You're always watching me, aren't you? Monitoring? You watching me with cameras? The holograms. Somehow they were recorded. These holograms must be stored somewhere. There must be some tapes here. Where? Wo hat Green den Kontrollraum versteckt? Scheint da zu sein.
gemacht, so einfach, ja. Folgen wir den dicken Pfeil hier. Was denn hier? A recording console. I wonder what it turns on. Zilch. Wie super. Irgendeine Konsole anscheinend. Hier scheint eine Konsole zu sein. Let's see where you take me. Wie, wohin du mich führst? Noch eine. Another. This must be a dead end. Ja, danke. Okay, super. Geht hier einmal im Kreis oder was? Sagen, man kann nichts drücken. Oh nein, wir kriegen wieder Hallus. Fuck. Not now. So close. Desynchronisieren wieder. Comes with a pocket Hades, a frozen hell where people pay the price for the gods' eternal hangover. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wo sind wir denn jetzt? Ich laufe hier einmal kurz rum. Wo ist es dunkel? Oh, ich sehe nichts. Hier liegt irgendwas. Does it look familiar? Like documents from the CTC, but the certificate is missing. Geschlecht weiblich, Körperklasse C, Alter 21. Alleine, dass die Körper jetzt auch noch in Klassen eingegliedert werden, ne? Damit die Reichenden wissen, okay, ich würde gern einen richtig schönen Körper haben, der wäre dann Klasse, keine Ahnung, A, A+. Oder wie in japanischen Mangas denn S, Triple S oder SR. Und desto teurer werden die wahrscheinlich. Körperklasse C, Alter 21, Zertifikat entfernt, besondere Merkmale, kinästhetische Synthese, Details, K.A. Ja, hab ein bisschen Post bekommen hier. Teamarbeit, Jobcenter. Ja, danke. Das ist Post. Eine gute Post. Kinästhetische Synästhesie, Details. Okay. Wow, das ist so spooky. Das ist so super spooky. Aber gut, ist logisch, dass wenn man sein Bewusstsein in irgendwelche Körper verpflanzen kann, dass die Körper selber dann auch in irgendwelche Klassen eingegliedert werden, ne? Damit die... Boah, okay. Ich sehe schon. The youngest bodies possible. No certificates.
Das ist damit gemeint, okay. Also will die Regierung in dieser Welt, in diesem Universum, möchte die Regierung, die amerikanische Regierung, dass das Alter von 21 runtergesetzt wird, damit die Reichen und Schönen einen jüngeren Körper besetzen können. Okay, verstehe. Das ist, ja, für amerikanische Verhältnisse natürlich dementsprechend auch nochmal anders als bei uns, weil man dort ab 21 ja als volljährig gilt. Und wenn man dann halt jüngere Körper besetzen will, besetzt man halt minderjährige Körper, was natürlich nochmal ethisch gesehen nochmal eine ganz andere Nummer ist. Illegales Tattoo. Okay. Den auch noch nicht. Ein A-Plus-Buddy. Wow. Auch 21, viel Muskelmasse. I recognize this body. It should belong to an actor with his throat slit. Ha. Okay. Ein Schauspieler, dem die Kehle durchgeschnitten wurde, der jetzt aber als Körper fungieren soll, damit irgendein reicher Schnösel diesen Körper besetzen kann. Das ist so abgefuckt, wirklich. Es ist wirklich so abgefuckt. Icarite in this one? Age 21. Some unknown kid. The former owner of the stabbed body. They're all at the first subscription age. If they didn't pay it, they could lose their bodies, but Icarites. Why isn't anyone looking for them? Orphanages. That's why Green and Coven funded them so generously. Only until they turned 21, of course. Motherfuckers. Absolut System dahinter, wa? Super genial hier. Wird immer schlimmer. Alleine Geschlecht, männlich, Körperklasse C plus 21, entfernt, besondere Merkmale, kastriert. Alles klar. Okay. Ah, und hier werden die... Hier wird das Bewusstsein dann in den neuen Körper transplantiert. Holy shit, ey. Green was probably using the recordings for blackmail. Maso, vielen Dank, dass du da warst. Green would still grab them. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Nachtruhe. Und morgen dann einen schönen, entspannten Sonntag. I warn you that I may disappoint you. Wait, what? This is Green. Senator. Attacking his back. He's the one killing them all. It doesn't make sense. It makes perfect sense to me. Did you force him to do it? How the fuck did you do that? What did you have on him? That's your job. I don't want to get overly involved. I'm not your cheap little slum secretary, Sarah Kai. What? How the fuck did you get her full name? Did you think... The only one I spend time with. Maybe that guy. Hey, Sarah, yeah. You there? Fuck. Never stored the power. That should work. If you do anything to her, I'll find you and take you apart piece by piece. Don't keep me waiting. Verschwinde von hier und finde Sarah. Ey, ich hab's euch von Anfang an gesagt, ne? Traut dem Fremden nicht, aber nein. Fucking Icarite Transmitter. Ja, ja. Want to try it out. Fuck, ich möchte nur Arschlöcher erschießen. Genau. Vertrauen wir mal dem Fremden. Ach, Leute.
Mir hast du nichts gesagt. Nee, du warst da warst du noch gar nicht dabei. Fabio, du bist unschuldig. Du bist unschuldig. Aber Chance, Music Monks, Psychates, Hände sind, um Plugins Hände sind im Blut getränkt. Okay. Ein einsamer Handschuh, der hier der Reling liegt. Na gut, verlassen wir mal. Dann gehen wir mal zu Sarah. Meine Güte, wir müssen Sarah retten. Das klang nicht gut, was er da so von sich gegeben hat. Ah. You can punish them. I will find you. Do you think anyone will find them here? If I shut them in here. Yes. And the victims? Maybe they want revenge. What kind of sick game is this? Or leave the door open. Your friends will find everything, and it'll blow over in a week. I'm not green. You can't buy me. Ja. Nein. Diesmal lasse ich auch nicht euch entscheiden. Gehe dahin zurück, wo alles begann. Farbe des Todes. Silence in my earpiece was even more overwhelming than my own stupidity. When I was gallivanting in hell, the murderer emerged from there to get Sarah.